Ach, seufz, ich begrüße wieder relativ herzlich zurück zu Gothic 3. Nach einem kleinen Absturz sind wir jetzt wieder hier. Jetzt muss ich ein bisschen nachspielen. Aber es ist wahrscheinlich noch ein bisschen andere Sachen als letztens eingesammelt von der Metalltruhe in der Höhle. Ja, und jetzt, da ich mitten in der Nacht starte, kommt jetzt auch die Tagesmusik einfach mal. Da erleben wir jetzt diesen Bug. Aber gut. Ich werde nicht nochmal schlafen gehen. Ich kann nirgendwo hingehen. Ja, das kennen wir eigentlich schon. Ich hätte hier am wenigsten erwartet. Wie willst du es haben? Willst du versklavt werden? Oder soll ich dich gleich hier töten? Das hätte ich auch am wenigsten erwartet. Er schiebt sich vor. Hier sind wir ja stehen geblieben. Beziehungsweise das hatten wir schon. Und jetzt? Ich will für die Orks arbeiten. Ich hatte befürchtet, dass du sowas sagen würdest. Dann kläre ich dich mal auf. Ich bin hier draußen die große Nummer. Also, wenn du auch nur einmal Scheiße baust, war das dein letzter Tag, verstanden? Du bist Befehlshaber der Orks? So ist es. Ich kümmere mich um die äußeren Gebiete von Trelis. Die Bauernhöfe im Umland müssen kontrolliert und die Ausgrabungen im östlichen Tempel müssen bewacht werden. Der Job ist schon hart genug. Jetzt, wo du da bist, muss ich wohl ganz besonders aufpassen. Alter, ernsthaft? Entspann dich, alles wird gut. Ach, komm mir nicht mehr mit diesem blöden Spruch, verstanden? Du hättest nicht so ein großes Maul, wenn du den hinterlistigen Gesellen des Waldes begegnen würdest. Ich sag dir, wenn die dich zu fassen kriegen, dann machen sie glatt Kleinholz aus dir. Glatt? Kann ich dir helfen? Mir wäre lieber, du verschwindest einfach wieder. Aber da du mir diesen Gefallen sicher nicht tun wirst, kannst du genauso gut für mich arbeiten. Ich komme aber gleich zu sprechen. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich nochmal alles erzählt hatte, was ich letztens versucht hatte zu erzählen. Die Orks lassen sich von dir, einem Menschen, kommandieren? Naja. Das beeindruckt dich, was? Die Orks haben die Insel Korinnes eingenommen. Und uns Menschen auf ihren Galeeren ans Festland gebracht. Wir hatten die Wahl zwischen der Sklaverei oder einem Leben als Kämpfer für die Orks. Ich habe jeden Arena-Kampf in Myrtana gewonnen und mir die Regeln der Orks zu eigen gemacht. Wenn du einmal gelernt hast, wie ein Ork zu denken, kommt der Rest von ganz allein. Erzähl mir mehr über die Stadt Trelis. Trelis ist eine strategisch wichtige Burg der Orks. Wir sind hier nahe der Wüste Varant. Viele Assassinen kommen hier vorbei, wenn sie das Mittelland bereisen. Nirgends wirst du erfahrenere Krieger und wohlhabendere Assassinen in Mittelland finden als hier. Also genau dein Ding. Richtig. Von welchen hinterlistigen Gesellen sprichst du? In den Höhlen draußen im Wald leben einige Oger. Bis vor einiger Zeit waren sie recht friedlich. Doch jetzt greifen sie alles an, was sich durch ihren Wald bewegt. An deiner Stelle würde ich nicht da rausgehen. Was gibt es auf den Höfen zu tun? Der Bauernhof im Westen hat schon ewig nichts mehr von sich hören lassen. Ich habe einen Spähtrupp losgeschickt, der nachsehen soll, was dort nicht stimmt. Aber auch von ihnen habe ich schon seit Tagen nichts mehr gehört. Sieh mal nach, was da los ist. Wie laufen die Ausgrabungen am Osttempel? Der Aufseher Tempek fordert ständig neue Männer an. Trotzdem bleiben die Lieferungen aus. Damit ist jetzt Schluss. Geh zum Tempel und sag Tempek, dass er endlich liefern soll. Der Bauernhof im Westen ist verwüstet. Dort lebt keiner mehr. Wusste ich es doch. Ich kann nur hoffen, dass das ein Einzelfall bleibt. Andernfalls sind wir auf die Karawanen angewiesen. Und das wird teuer für Trelis. Her! Dein Sold. Ah ja, und jetzt geht er rein in Paint, oder was? Ja, so. Komischerweise. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Der geht durch Orks. Nee. Komischerweise. Der war in Gothic 2 nicht sauer gewesen, oder?
Und jetzt auf einmal heißt es immer noch sauer? Wo es doch gar nicht gewesen war. Da stimmt doch irgendwo was nicht, oder? Ein Belia-Schrein. Soll ich jetzt... Nee. Nee. Wobei. Ja, ich brauche doch Jagdgeschick. Und wie die Orks die anderen gekriegt haben, das ist mir... Wobei, die trauen sich ja in ihrer Stärke ja überall hin, ne? Auch in diesen entlegenen Teil im Norden Insel Kurenes. Dieses Tal, was wir zuvor besucht hatten. Konrad. Schau mich nicht so an. Ich weiß selbst, dass ich hier eigentlich nichts verloren habe. Du bist ein Paladin. Ich war es einmal. Bis wir den Krieg und unsere Runenmagie verloren haben. Heute bin ich nur noch ein Schatten der Vergangenheit. Daran werden auch die großen Pläne der Feuermagier nichts ändern. Wer ist der Depri hier? Du arbeitest für die Orks? Voll mein Ding. Natürlich. Oder soll ich mich etwa in den Höhlen verkriechen wie die Rebellen? Ich bin stark und will mich nicht verstecken. Verstehst du? Du kämpfst gegen dein eigenes Volk. Mach ich doch auch. Innos hat uns alle verlassen. Mit der Runenmagie ging auch mein Glaube. Ich werde erst wieder mein Schwert gegen die Unterdrücker erheben, wenn Innos mir die Magie zurückgibt. Von welchen großen Plänen der Feuermagier sprichst du? Die Magier in Nordmar glauben, einen Weg gefunden zu haben, uns unsere Magie wiederzugeben. Dazu suchen sie diese alten Feuerkelche und lassen sie sich in ihr Kloster bringen. Was weißt du noch von den Feuerkelchen? Gar nichts. Nur, wo sich einer von ihnen befindet. Und wo? In meiner Tasche. Ich habe ihn in dem Gerümpel der vertriebenen Soldaten dieser Burg gefunden. Gib mir den Feuerkelch. Um damit was zu tun? Das, wozu du scheinbar nicht in der Lage bist. In Ordnung. Hier, nimm das Ding. Wer weiß, vielleicht bringt es ja was, wenn du ihn den Feuermagiern in Nordmar bringst. Sicher. Du siehst doch, wir reden gerade. Kämpfer? Wieso Kämpfer? Hast du zu viel Zeit? Ja, offensichtlich. Ach, das hat schon was irgendwie. Eine Burg als Stadt. Gib Acht auf das, was du hier anfasst, Fremder. Nur wenn du Geld hast, werde ich dich in meinem Haus dulden. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ja, ganz netter Bursche. Wer bist du? Ich bin direkter Abgesandter Varans. Mein Name ist Kabir. Ich handle mit seltenen Kostbarkeiten der Wüste. Wenn du es dir leisten kannst, mache ich aus dir einen mächtigen Mann. Du? Ist dein Geldbeutel leer? Ist es besser, du verschwendest nicht meine Zeit. Sie ist aus wie ein jeder Penner. Jeder Segen, aber auch jeder Fluch hat seinen Preis. Du bist doch nicht nur Händler. Richtig erkannt. Die Orks durchsuchen das ganze Land nach Relikten des alten Volkes. Wir gewähren den Orks freien Zugang zu allen Teilen Varans und unterstützen sie bei ihren Ausgrabungen. Ich kümmere mich darum, dass die Orks ihren Teil der Abmachung einhalten. Welche Abmachung habt ihr Assassinen mit den Orks? Wir unterstützen die Orks und sie bezahlen uns dafür. So einfach ist das. Jedoch ist Vak schon seit einigen Tagen mit seinen Zahlungen im Rückstand. Ich kann nicht behaupten, dass ich sonderlich erbaut darüber wäre. Wie viel Gold schuldet Vak dir noch? Eine unvorstellbare Menge Geld, Fremder. Sollte Vak das Geld nicht bald bezahlen, werden wir die Tore Varans für die Orks schließen. So lange, bis die Orks ihre Schulden beglichen haben. Erzähl mir mehr über die Relikte des alten Volkes. Die Orks sammeln alles, was sie an Artefakten und alten Schriften finden können. Doch ihr größtes Interesse gilt den göttlichen Artefakten. Es heißt, dass das alte Volk einige davon besessen hat. Daher lassen sie die Menschen in den alten Tempeln graben, um sie zu finden. Was weißt du über die göttlichen Artefakte?
Ich bin ein Geschäftsmann, kein Gelehrter. Die Geheimnisse dieser seltenen Reliquien ist den weltlichen Menschen bisher noch verborgen geblieben. Angeblich sollen sie in der Hand eines Auserwählten der Götter unvorstellbar mächtig sein. Wer weiß das schon? Welche göttlichen Artefakte haben die Orks schon gefunden? Im östlichen Tempel von Trelis gab es angeblich ein solches Artefakt. Gab? Es ist nicht mehr dort. Was macht dich da so sicher? Ganz einfach. Ich weiß, wo es ist. Tatsächlich? Wo befindet sich das göttliche Artefakt aus dem östlichen Tempel? Der Preis für diese Antwort übersteigt die Fähigkeiten deines Geldbeutels, fürchte ich. Was muss ich tun, damit du mir sagst, wie ich in das göttliche Artefakt komme? Ich mache dir einen Vorschlag, Fremder. Du sorgst dafür, dass Vax seinen Teil der Abmachung einhält, und ich helfe dir weiter. Ich finde, das ist fair. Wenn du das sagst, zeig mir deine Ware. Dann fange ich auch gleich mal damit an. So viel Kram ich da aus... Hatte ich nicht noch Klingenbolzen? Ach nee. Klingenbolzen war in einer anderen Aufnahmesession. Quasi, also es war schon in der letzten Aufnahmesession drin, aber halt jetzt nicht, wo ich nachspielen musste. Oh nein, so ein Scheiße. Ach, blinder Mana, nee. Blutpflege, nein. So, Felle des Säbelzahntigers, das brauche ich auch beim besten Willen nicht. Schwefelbrocken, was will ich damit noch? So, 42.000 Gold haben wir inzwischen. Und ich wollte mir doch eigentlich nur eine Rüstung holen. Aber so wie das jetzt klingt, werde ich mich auf eine große Menge Gold einstellen müssen, wenn ich Vak überzeugen will. Warum habt ihr Krieger so wenig Heiltränke? Der schmierige Morra Avogadro war unser Alchemist. Doch seit ein paar Tagen ist er verschwunden. Hat sich aus dem Staub gemacht, das Aas. Keine Ahnung, wo er abgeblieben ist. Es wäre besser für ihn, wenn er seinen Arsch wieder ins Labor bewegt. Ich werde Avogadro für dich finden. Nicht nur finden, Morra. Herbringen wirst du ihn, klar?